Aber vielleicht gibt es ja auch wirklich einfach einen cleveren. Clevereren. Ich bin aber auch dumm. Hier war ich jetzt schneller, als ich gedacht habe. Scheiße. Weiß nicht, was passiert, wenn ich da durch den linken Bereich verliege. Würde ich jetzt eigentlich noch ungern ausprobieren, weil ich würde das jetzt lieber erst einfach mal schaffen. Und dann habe ich ja eh unendlich Zeit, um mich hier umzugucken. Kann ich das nicht auch nur dann noch machen? Mann, jetzt habe ich schon wieder verpasst, Alter. Ich hasse die Batschi-Spackos. Die gehen mir auf den Sack. Dankeschön. So. Dann ab dafür. Allerdings haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Hui. So, komm, dann machen wir erstmal die hier fertig. Hätte ich zwar lieber zum Schluss gemacht, weil die halt um einiges einfacher sind. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, einmal drehen. Durch. 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 So. Okay. 1,28? Was darf ich denn haben? Ich habe jetzt irgendwie 1,30 im Kopf. Gucken wir mal. Ah, okay. Dann hat mein Kopf sich getäuscht. Gut, dann sind es halt 1,15. Ja, hier ist noch ein bisschen Bedarf. Ja, ja, doch, doch. Könnte man so sagen. Ja, jetzt düsen wir erstmal nach links ab. Mann! Die Panel auch viel. Ja, komm. Das ist auch scheißegal. Wenn ich. Ja, ja, ist okay. Die ist auch fast leer, die Batterie. Ja, nee, was ich mich gerade aufgeregt habe, wenn ich schon zweimal blase und nicht treffe. Ne? Dann kann ich ja auch in die Tonne treten, echt, ich versuche. 1,15? Heilige Scheiße. Okay. Ich weiß jetzt zumindest. Alter, ich gehe kaputt. Mann, ey, das war jetzt mal ohne Scheiß. Ihr habt mir zwar gesagt, das ist nicht anders als früher, aber ich finde, das ist voll anders als früher. Der Bereich ist viel abgesteckter, in dem der Typi hier seinen Scheiß verbrennt. Ich habe jetzt das Gefühl, dass er jetzt so eine sehr flache Linie, also jetzt nicht, dass es jetzt nach oben und nach unten auch streut, das Feuer, sondern nur bis nach links und nach rechts. Und früher ging es auch nach oben und nach unten. Da konnte ich nämlich immer leicht über die Sachen hinwegfliegen, brennen, und dann haben die Dinger nämlich auch gebrannt, die ich brennen sehen wollte. Und das war auch gut so. Ja, ja. Ach, fuck you! Leck mich doch am Arsch. Arsch. So. Tschüss, Möwe. Was hat den ja erwischt, ne? Den hab ich nicht erwischt! Ernsthaft? Okay, das ist doch richtig krass. Das ist, vor allem ist das richtig dumm. Das ist dumm. Ach, fuck. Ja, es war dumm auch. Es war genauso dumm von mir. Ah, okay, den schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Und Schluss. Oh, noch einen kurz mit. Dankeschön. Na, wobei? Ja, gut. Wir haben es geschafft. Okay. Und das im Vergleich zur Ozeanstrecke. Ich habe mir so viel Scheiße gebaut. Und ich habe es einfach mal geschafft. Warum? Wieso? Weshalb? Egal. Ich habe es geschafft. Und ich gehe schon wieder aus dem Level raus. Ey, bin ich eigentlich so grenzdebil, sag mal? Das ist echt in mir noch drin. Von vor 8 Jahren, wo ich das Display dazu gemacht habe. Dass ich mir denke, okay, Zielpunkt und raus aus dem Level. Ich will es nicht mehr sehen. Obwohl es ja gar nicht so eine Qual war. Egal. Scheiße. Komm. Ey, dann gehen wir nochmal zurück, ne? Ja, die Ladepausen sind ja auch so schön. Die will ich ja auch einfach nochmal 12-mal sehen. So, komm, Rainer. Ein Fluglevel haben wir, glaube ich, noch, ne? Da kann ich nochmal gucken, ob ich da einfach dann rausrenne, wieder schreien, ne, aus dem Level. Für einen Schwachflug, echt. So, gut. Jetzt müssen wir erstmal suchen, aber ich glaube, ich habe schon so einen Verdacht. Da müssten wir nämlich einmal nochmal dahin, wo die Bungee-Kacke ist. Ach so, müssen wir vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir die Schalter betätigen müssen dafür, vielleicht sogar. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Das ist nicht cool beim Aufnehmen. Ah, nee, 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 nee.
Hier war was anderes. Das war hier relativ gut versteckt, glaube ich sogar. Das ist eine Brücke. Ja, komm, wir machen erstmal machen wir hier die Schalter fertig. Kann sein, dass die auch irgendwas öffnen, wo ich da hinterher rein muss. Und dann müssen wir rein ein bisschen suchen. Es war, glaube ich, wirklich ziemlich gut versteckt. Hier. Aber ich kann mich auch täuschen, also. Kennt mich ja. Das ist auch keine Möwe, das sind, glaube ich, Tauben soll das sein. Ne? Ja, ist auf jeden Fall sogar Tauben. So, irgendwo hier ist so eine Taube. Vielleicht die zweite. Also die ist direkt am Anfang hier irgendwo. Nee, die ist auch weg. Da! Guck mal an. So. Bleib erstmal hier stehen. Ich weiß jetzt auch nicht, muss man hier irgendwas kaputt machen? Oder nicht? Entschuldigung nochmal. Ja, gerade irgendwie Frosch im Hals, wie ihr vielleicht gehört habt. Also auch nichts kaputt zu machen. Irgendwie hat Gefühl, so ein Fenster oder irgendwie sowas. Da war was. Und da habe ich auch immer ein bisschen suchen müssen. Da ist er noch. Guck mal, hinter dem Wasserfall. Wer hätte es gedacht? Major ist Major, vote me. Ich mag die Silhouette hier. Hey, was geht? Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei der Metrostrecke. Aber du kannst vielleicht helfen. Eine Bande von Einbrecherkatzen klettert immer an den Wänden hoch, um ein Wiederwahlbudget zu plündern. Würdest du mir helfen, sie loszuwerden? Aber sicher doch. Toll. Jäger kann die Halunken von den Gebäuden stoßen, aber du musst die Beute fangen, bevor sie im Kanal landet und für immer verloren geht. Viel Glück! Jäger wartet draußen. Das hat mich damals auch ein bisschen beschäftigt. Fang die Beute, bevor sie landet. Ja, ja. Ey, guck mal, sind Sly und Coots da. Wie schön. Ja, da ist schon mal der erste Dieb. Okay, gut, da habe ich auf jeden Fall eine gewisse Toleranz. Ich brauche ein bisschen Vorsprung vor dem. Ja, so geht das nicht, sonst sehe ich nichts. Dankeschön. Geht ja, also noch geht das klar. Aber wie gesagt, ich weiß, da hatte ich auch mal Probleme mit gehabt. So. Nein! Die genau schon scheiße, was ich da nehme. Ich fällt ins Wasser. Nein! Du hast wohl nicht alle erwischt. Aber da wollen uns noch mehr Einbrecher das letzte Hemd rauben. Willst du es nochmal versuchen? Aber klar. Jeder kann. Komm, ist okay. Dann Versuch Nummer 2. Hey, kann ich die nicht einfach töten? warum brauchst du alles an Beute? Du gieriges Stück. Das ist ja unglaublich, ne? Da habe ich jetzt gerade auch nicht verstanden, warum er so spät wieder losgeflogen ist. Weil ich habe schon viel eher gedrückt. Jups. Dankeschön. Ich war gerade bei 5, ne? Das war gerade mal ein Drittel. Aber hier nimmt das Tempo schon ein bisschen zu. Das ist schon mal nicht verkehrt. Also die Frequentierung, wann der die Diebe mal hier kaputt schießen möchte. Der reagiert so spät, wenn ich nochmal X drücke. Verliert der kurz die Verbindung? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal jetzt zum Beispiel. Was soll das? Ich habe einen übersehen, ja. Und der ist auch gerade nicht hier lang gefunden. Ich verbrenne dich! Ja. Toll! Okay, pass auf. Dreieck, X, X, X. Der muss erst einen bestimmten Weg fallen, bevor der wieder fliegen kann. Da behaupte ich auch einfach mal kackendreist, wie ich bin. Das war früher auch nicht so. Dann kommen wir einmal kurz Dreieck drücken und dann ist er wieder geflogen. Also wenn man dann wieder fliegen wollte. Ich brauche einfach ein bisschen Abstand von dem. Ich will mich überhaupt sehen, was hier überhaupt passiert, was die hier am Treiben tut. Und noch reagieren kann entsprechend. Kommen wir hier mal ein bisschen. Weitere Runde wollte ich eigentlich machen. Jetzt ist nämlich hier so arschnah dran. Ich könnte natürlich auch Looping einfach machen, aber es dauert ganz schön lange, bis er den gemacht hat. Jawohl, hab dich. 8. Oh mein Gott, so gut waren wir noch nie. Oder da kann das doch wohl ruhig hinfallen, ne? Wow, da, okay, alles klar. Aber da war ja wo, da war ja kein Wasser. Ich tötete Mubasa. Komm, einer noch. Yes! Gut gemacht.
Du hast den Halunken eine Lektion erteilt. Der klingt von der Stimme her, der Bürgermeister, ein bisschen wie Jäger aus dem ersten, also aus dem ursprünglichen Teil, ne? Sonst noch was hier, was es hier zu holen gibt? Ich weiß es nicht, ob es hier pro Fluglevel immer nur eine Kugel gibt. Nein, haben wir nicht. Hervorragend. Dann raus hier. Jetzt dürfen wir auch raus. Ich habe sogar die Trophäe bekommen, stimmt. Ja, ja. Ich weiß ja noch nicht genau wofür, aber ist ja egal. Hui, hui, hui. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, weil wir haben ja direkt am Anfang haben wir die Skelos-Einöde einmal gehabt. Die verführt mir schon ein bisschen, aber wir hatten auch direkt was hinter uns rechts quasi. Ich mach das, was blöder klingt. Ich glaube, die Einöde war eigentlich ganz in Ordnung. Gucken wir mal, was das andere ist. Ja, C4 könnten wir natürlich auch machen. Ja, genau, das hier. Auf der linken Seite. Kristallgletscher. Ach komm, machen wir jetzt. Jetzt fangen wir mal hiermit an. Zack. Hoch. Drehen. Drehen. Hoch. Wir schniefen gerade, entschuldige ich mich übrigens. Weil das schneide ich nicht raus. Weil normalerweise, ich fange immer an zu schniefen und mich zu räuspern, wenn Sequenzen kommen, ne? Das heißt, wenn meine Sequenz kommt, ihr hört die ganze... ne? Dann wisst ihr Bescheid, ich hab's nicht rausgeschnitten. Vom Design haben wir das schon ziemlich geil im Original nachempfunden, das muss ich ja schon sagen. Hey! Spyro, die Eiszauberer halten unseren Anführer, den Schamanen Tuk, gefangen. Kannst du ihn retten? Es ist dringend! Er hat unsere Karten für das heutige Hockeyspiel im Kolosstal. Ja, da hättet ihr mich auch spielen sehen können, ihr Säcke. Aber wolltet ihr ja nicht. Wollt ihr doch nicht. Steig aufs Katapult, dann helfen wir dir über die Schlucht. Okay. Dann kriegen wir hin. Was ist das? Achso, ist auch so Eiszauberer. Schneebällen bewerfen. Was wollt ihr denn von mir? Sag mal. Oh cool, neue Arten von Flaschen. Die wir jetzt entzünden können. Die mich auch wahrscheinlich auch verletzen können. Das ist wahrscheinlich vom Pendant her. Hör auf mich zu lieben, das ist voll... Nee, das mag ich nicht. Ist wahrscheinlich das Pendant aus dem ersten Teil von den Feuerwerkskisten, die wir damals hatten. Aua. Verzupft dich. Und kleine Schneebällchen, die wir kaputt machen können. Jetzt Energie geben oder leben. Da sind noch ein paar eingefroren. Halb so wild, halb so wild. So. Klong, 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 klong. So, geht doch. Pass auf, wir helfen dir, die Wand da vorne hochzuklettern. Schöne Farbe für deinen Anzug da. Okay, das finde ich dreist, ne? Für ein Spiel aus dem Jahre 2018. Das ist PlayStation 1 Niveau, ne? Dass sie einen ausgehöhlten Knochen machen. Dass man da nicht reingehen kann. Okay, ne? Kann ich noch nachvollziehen. Aber da hätten die wenigstens von innen irgendwie animieren können, ne? Eine Textur reinballern können. Und nicht einfach hier zumachen mit einer schwarzen Fläche. Das ist dreist. Dankeschön. Fritz. Ach, die Hasen mit den Eisnasen. Eisnasenhasen. Hasen. Ja, immer die stille Hoffnung, dass ich ein Leben bekomme. Ich habe jetzt schon zwei verloren. Da muss man auch mal immer... Ach du Scheiße. Okay. Da können wir noch nach unten. Stimmt jetzt. Ja, ja, doch, doch, da war was. Hm. Also müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar Gegner kaputt machen noch. Um die Superfähigkeit hier zu aktivieren. Aktimalisiert. Hau ab. Pjaus. Komm her. Ach, Gelzer. Guck mal, wer der ist. Bringst du mir das Klettern bei? Bitte bring mir das Klettern bei. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir das Klettern beibringen würdest. Aber der macht eh nur irgendeine scheiß Plattform für mich dahin. Also nicht das Klettern, sondern das an Kanten festhalten. Finde ich sehr gut. Ich schätze mal, das kriege ich erst in der dritten Welt. Wäre auch langweilig. Komm, nimm den Schmetterling.
Hey ho! Hallo Spyro, ich könnte dir die Überquerung der Brücke ermöglichen gegen eine kleine Gebühr. Ich schätze mal, das sind keine 100, das sind auch keine 400, das sind 200. Yes! Danke, Spyro. Jetzt kann ich mir die Wohnung in Hurikos leisten, die ich schon immer haben wollte. Na los, geh über die Brücke. Finde ich auch mal cool, dass du mir sagst, was der mit dem ganzen Geld macht. Oh. Ich dachte, der macht den Geldsack noch platt. Sei vorsichtig auf der anderen Seite der Brücke. Meinem Lieblingskunden soll ja nichts Böses widerfahren. Jetzt war es zu schnell, ich habe gerade ein Stück Kaffee getrunken. So. Ach, guck mal. Mal kackendreist übersehen. Aber da wird man auch echt ein bisschen schluderig, ne? Wenn man weiß, dass man den Luxus hat, ja, auf die, auf das, ja, Edelsteinradar, so nenne ich es mal, zurückgreifen zu dürfen. Ist schon. Da wird man faul, da wird man faul. So. Hallo? Heilig! Au! Ich wollte eigentlich ein Stealth-Kill mit dir machen. Aber gut, wenn du willst. Wer nicht will, der hat schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Leute kaputt gemacht, um jetzt den Superpunkt zu. Ja. Halte dich kurz fest und Achtung da unten! Oggi! Kennt ihr Oggi und die Kakerlaken? Kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ist wahrscheinlich schon. Boah, war das Anfang 2000er? So 2003, 2004 rum? Habe ich eigentlich immer ganz gerne geguckt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich vorher sagen wollte. Den Gedanken, den ich vorher eigentlich zu Ende fassen wollte. Egal. Au! Konnten die Deppen mich nicht rausholen, ohne einen tonnenschweren Schneeball auf meinen Kopf zu rollen? Nimm diesen Kristall. Ich habe dafür ein paar Hockeykarten eingetauscht. Das Geile ist, er spricht genauso wie der Händler aus Medieval Resurrection. Ne? Hallo, Fremdling. Und er hat genau die gleiche Fresse. Auch so einen vorstehenden Unterkiefer. Geil. Achso, okay, mit so einem Talisman hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich krieg deinen goldenen Knochen, den du auf dem Kopf hast. Aber egal, hey. Was kostet die Welt? So, wir haben jetzt hier eigentlich noch gar nichts gemacht, ne? So, also kugelmäßig oder so. Ja. War jetzt ja nur nicht so viel unterwegs hier. Was haben wir hier gezeichnet? Da sind die Eiszauberer, Hasen, Mammuts, Mammuten, eine Raubka... Oh, Alter, aber eine Kante hier. Leck mich fett. Ein Flugsaurier und Wasserbüffel und was ist das? Ein Nashorn, Schwein, Schnecken. Ich möchte dem Viech nicht begegnen. Das macht mir Angst. Oh, hi. Also ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, wie wir jetzt hier gerade drauf sind. Ob wir jetzt schon viel geholt haben, ob wir nicht viel geholt haben. Keine Ahnung. Ach, das Wasser ist zu kalt für mich. Okay, alles klar. Habe ich verstanden.